unglaublich, wie schnell die Zeit vergeht. Es gibt einfach so viele Erinnerungen. Ja, voll. Und bist du bereit, wieder mal in die Schule zu kommen? Klar, ich bin dabei. Jetzt gehen wir mal ins Gym. Ja, perfekt. Wie du siehst, wir haben eine neue Kraftkammer hier. Die gibt es noch nicht so lang. Und das ist die perfekte Möglichkeit. Wir haben nicht so weite Wege. Wir können hier alle gemeinsam trainieren. Und auch das Perfekte, wir haben gleich daneben den Rasenplatz, wo wir meistens nach dem Krafttraining gleich rausgehen, umsetzen mit Sprints, Spielformen und solche Sachen. Also das ist perfekt hier. Jetzt zeige ich dir mal mein Zimmer. Ich bin gespannt, ob es genauso aussieht wie meins. Also ich glaube, das ist eigentlich gerade der Punkt hier am Internat. Du machst neue Freunde, machst immer wieder was miteinander, verbringst die Freizeit miteinander, lernst doch zusammen. Man muss eines sagen, klar, ist nicht einfach. Manche wohnen jetzt nicht gerade um die Kurve, aber deswegen ist es umso wichtiger, dass man eben die Freunde hat und dass vor allem du dich gegenseitig unterstützt. Das ist eigentlich hier mit den Erziehern, mit deinen Freunden rundherum, alles wie so eine zweite Familie. Wichtig ist natürlich, dass du selbstständig bist. Ich denke, das Wichtigste ist einfach, dass du aus deiner Komfortzone herauskommst, dass du Herausforderungen annimmst. Und wenn man wirklich den Traum hat, Profifußballerin zu werden, zu sein, dann muss man das in Kauf nehmen. Ja, ich muss ehrlich sagen, ich habe jetzt das Training so beobachtet und ich finde einfach, dass in jedem einzelnen Mädchen hier voll die Qualität drinnen steckt. Man merkt einfach, dass hier in jeder Arbeit mega viel Detail drinnen steckt und ja, wie gesagt, ich sehe da sehr viel Potenzial. Erstmal danke an dich, dass du mir alles gezeigt hast. Es war schön, sich zurückzuerinnern. Vor allem die Veränderungen sind großartig und ja, danke an dich. Schön, dass du da warst auf jeden Fall.